Lern Deutsch. Die Jahreszeiten, Monate, Wochentage und Zeitadverbien. Learn German with Anna. Lern Deutsch mit Anna. Ich bin Anna von freegermanlessonsonline.com. Schön, dass du da bist. Das ist ein Video für Anfänger. Nächste Woche gibt es wichtige Zeitadverbien für Fortgeschrittene. Heute lernst du die Jahreszeiten, die Monate, die Wochentage und wichtige Zeitadverbien. Plus die Position der Adverbien im Satz. Wir starten mit der Jahreszeit. Im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Alle sind maskulin, der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Die Präposition ist im. Die Monate. Im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Nochmal. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember. Die Woche. Am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und das Wochenende Samstag und Sonntag. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Am 1. Januar, Februar, am 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. und so weiter. Schauen wir uns die Jahre an. Du kannst sagen, im Jahr 2018 lerne ich Deutsch. Oder 2018 lerne ich Deutsch. Achtung, in 2018 kannst du nicht sagen. Das ist ein Anglizismus. Wann? Jetzt und nun sind Synonyme. Heute und gerade. Gestern, vorgestern, vor ein paar Tagen. Morgen, übermorgen, bald. Oder in ein paar Tagen. In ein paar Tagen. Diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr. Oder aber letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr. Nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Alles klar? Schauen wir ein paar Beispielsätze an. Nächste Woche hat sie eine Prüfung. Diese und letzte Woche hat sie gelernt. Nächste Woche ist die Prüfung. Diese Woche und letzte Woche hat sie gelernt.
Hast du die Mail schon geschrieben? Ich habe sie gerade geschrieben. Gerade ist also genau jetzt ist sie fertig. Ich habe sie gerade geschrieben. Haben Sie es schon gemacht? So, have you already done it? So zum Beispiel eine Aufgabe. Ich mache es bald. Oh, oh, bitte machen Sie es jetzt. Jetzt. Okay, ich mache es sofort. Sofort ist ein bisschen stärker als jetzt. Ja, sofort. Gerade. Gerade ist ein sehr wichtiges Adverb. Hi, könntest du die E-Mail jetzt schreiben? Nein, tut mir leid. Ich muss gerade etwas anderes machen. Right now. Aber gerade hat eine zweite Bedeutung. Und zwar 20 Minuten später. Ich habe gerade alles fertig gemacht. Jetzt habe ich Zeit. So I've just finished everything. Ich habe gerade alles fertig gemacht. So, wo stehen diese Zeitadverbien? Einmal auf Position 2, auf Position 3, nach Subjekt und Verb oder auf Position 1. Ein paar Beispiele für Position 1. Nächste Woche hat sie eine Prüfung, diese Woche hat sie gelernt. Sie hat nächste Woche eine Prüfung, sie hat diese Woche gelernt. Jetzt habe ich Zeit, ich habe jetzt Zeit. Gerade habe ich alles fertig gemacht. Ich habe gerade alles fertig gemacht. Aber ich mache es bald. Ich mache es sofort. Hier haben wir das Zeitadverb auf Position 4. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Wichtig ist, wir haben hier ein Objekt. Ich kann das Zeitadverb also auf Position 4 setzen, wenn ich vorher ein Objekt habe. Ich koche das Essen jetzt. Ich helfe meinem Bruder morgen. Auf Position 1, 3 oder 4, alles ist möglich. Jetzt koche ich das Essen. Ich koche jetzt das Essen. Ich koche das Essen jetzt. Morgen helfe ich meinem Bruder. Ich helfe morgen meinem Bruder. Ich helfe meinem Bruder morgen. Es ist eine Frage der Betonung. Ich helfe meinem Bruder morgen. Meinem Bruder ist hier wichtiger. Ich helfe morgen meinem Bruder, nicht heute. Und hier ist das neutral. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Die Position 3 ist nicht möglich, wenn das Subjekt ein Pronomen ist. Ich kann nicht sagen, ich mache bald es. Ich mache sofort es. Also wichtig, die Position 4 ist dann, wenn das Pronomen auf Position 3 ist. Ich helfe ihm morgen. Alles klar? Also, wenn wir ein Pronomen haben, dann ist das Pronomen auf Position 3 und das Adverb danach. Mach dir nicht zu viele Gedanken über die Position. Du lernst das mit der Zeit und vieles ist Sprachgefühl. Ja, ich kann also sagen, jetzt koche ich das Essen, morgen helfe ich meinem Bruder. Ich koche jetzt das Essen, ich helfe morgen meinem Bruder. Aber eben
Position 4 für Pronomen, theoretisch auch Position 1, bald mache ich es. Aber Position 4 ist ein bisschen natürlicher. Wie oft? Täglich oder jeden Tag? Wöchentlich? Jede Woche? Zum Beispiel jeden Dienstag. Monatlich? Jeden Monat. Jährlich? Jedes Jahr. Nie. Fast nie. Selten. Ab und zu. Manchmal. Oft. Häufig. Meistens. Fast immer. Oder immer. Auch diese Adverbien stehen auf Position 1, 3 oder 4. Wie oft essen Sie Pasta? Er isst fast immer Pasta. Sie isst fast nie Pasta. Sie isst häufig Salat. Wie oft müssen Sie früh morgens aufstehen? Sie arbeitet in einer Bäckerei. Meistens muss sie früh aufstehen. Sie ist Freelancerin. Sie muss ab und zu früh aufstehen. Die Schülerin muss regelmäßig früh aufstehen. Regelmäßig, also immer wieder, zum Beispiel am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag. Jetzt kommt eine Übung. Die Zeitung kommt wöchentlich oder jede Woche. Nehmen Sie die Tabletten zweimal täglich. Sortiere hier die richtigen Begriffe. Drücke jetzt auf Stopp. Vor ein paar Tagen, vorgestern, gestern, jetzt, morgen, übermorgen, bald. Fülle hier die richtigen Wörter ein. Drücke auf Stopp. Nie, fast nie, selten, ab und zu, manchmal, oft, häufig, meistens, fast immer und immer. Jetzt bist du dran. Schreib mir unter dem Video. Wie oft isst du Pasta? Wie oft isst du Salat? Und wie oft musst du früh aufstehen? Willst du jetzt mehr Übungen? Dann komm auf meine Patreon-Seite. Den Link findest du unten im Video oder am Ende des Videos. Hast du gewusst, wenn nur jeder Hundertste mich auf Patreon unterstützt, kann ich meinen YouTube-Channel zum Beruf machen. Bitte unterstütz auch du mich mit nur 3 Dollar im Monat. Und ich danke meine 2 super neuen Patreons. Ihr müsst mir noch helfen und sagen, wie ich die Namen aussprechen soll. Und ich freue mich über jeden von euch. Ihr seid richtig, richtig super. Komm auf Patreon, dort gibt es viele extra. Vergiss nicht, mich zu abonnieren. Und ich freue mich über einen Kommentar, den du mir auf YouTube schreibst. Viel Spaß weiter beim Deutschlernen. Bis bald. Alles Gute. Tschüss.